Oh yeah, Elektroschrott. Ach ja, die Bastelprojekte. Kaum hat man sich an sie gewöhnt, sind sie schon vorbei. Das war in diesem Fall allerdings auch mal eine relativ langwierige Angelegenheit. Ich glaube, ich habe noch keine andere Reihe mit 10 Projektfilmen zu irgendeinem Ding. Aber jetzt ist es durch. Der Schlangomat wird heute ausgeliefert. Ich habe ihn gerade eben noch mal letzten Tests unterzogen, noch ein paar kleine Fixes an der Firmware gemacht. Ich habe hier noch diese Vorrichtung zum Abschließen angebracht und ja, da wo hier innen drin so ein bisschen was lose war, ne, da haben die Nägel rausgeschaut, habe ich Epoxyplättchen drüber geklebt. Das ist also alles ganz wunderbar. Sensoren professionell in Tütchen verpackt. Ein Programmer dazu, dass man eine neue Firmware gibt, damit ich nur das Firmware-File rüberspielen muss. Und damit ich bei mir auch noch neue Firmware entwickeln kann, habe ich mir hier noch so einen zweiten Schlangomaten gebaut. Einfach nur, damit ich hier ein Devboard habe, mit dem ich ja, an der Firmware rumspielen kann. Und naja, vielleicht fällt mir auch mal irgendwas damit ein, was ich machen will. Im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein per USB und Wi-Fi kontrollierbares Board mit 4 Relais. Ist eigentlich schon ganz gut. Irgendwas fällt mir dazu bestimmt auch noch an. Naja. All dieses ist getan. Die Doku ist auch einigermaßen vorhanden. Die findet ihr in dem GitHub-Repository. Link unten. Und ich bereite mich jetzt mal mental drauf vor, mein Baby auszuliefern. Sie werden so schnell groß. So, angeschlossen, funktioniert. Hier, Kiste hat den Nebler da schon angesteuert. Schlange hat sich, ja, nicht bewegt, fühlt sich wohl. Ja, alles wunderbar funktioniert. So, ich hatte ja dem lieben Gregor noch versprochen, noch ein kleines Video aufzunehmen von dem Schlangomaten im Einsatz. Hier der junge Mann, der gerade so neugierig guckt, mit den leicht glasigen Augen, bereitet sich auf den Hautwechsel vor, der sehr leicht fallen dürfte, weil dank dem Schlangomaten hier das Nebelgerät, ich hoffe, man sieht das auf dem Video, traumhaft die Luftfeuchtigkeit hält. Wunderbar hier Nebel verbreitet und dafür sorgt, dass sich das Tier so richtig wohl fühlt hier in dieser Nebelhöhle, die sich da unten bildet. Gleichzeitig haben wir nachts hier diese Keramikstrahler, die sorgen nachts für eine angenehme Temperatur. Und ja, ich bin da sehr glücklich. Der Schlangomat tut einen super Job, genau das, was er sollte. Und ich würde sofort damit in Großserie gehen. Der macht das überall. Das ist übrigens das Gerät, das hier für den Nebel sorgt. Und auch hier wird fleißig genebelt. Hier, da. Der junge Freund ist gerade voll und schläft. Und auch beim letzten Tier, hier sieht man sich ganz so toll, wird genebelt. Oh, die Scheibe ist dreckig, sehr schön. Und auch hier nachts für Keramik geheizte Temperatur gesorgt, damit wir nachts entspannte 24 Grad haben. Unnötig zu sagen, dass der Schlangomat die letzten Tage nicht aktiv war, aber hier der Nebel macht auch einen sehr schönen Effekt, nicht nur Luftfeuchtigkeit. Also nochmal besten Dank, lieber Gregor. Ja, die Tiere danken es dir, auch wenn sie gerade nicht rausgucken. Außerdem da hinten, den wir nochmal besuchen, ein letztes Mal. Hier, schauen wir mal, ob wir nochmal hinzoomen können. Da, genau. So sieht ein glücklicher Schlangenmann aus. Bisschen unscharf. Der Schlangenmann als solcher ist damit offensichtlich durch. Hat funktioniert, war ein super Projekt. Ich werde nächste Woche mal wieder ein Teardown-Video machen, das noch mit dem Schlangenmaten zusammenhängt. Und zwar hat mir Philipp dieses Gerät hier mitgegeben. Da wird noch das hier und das hier dazu und das hier. Das ist der alte Steuerkran für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und der ist, wie Philipp sagte, scheiße. Ja, deswegen darf ich ihn auseinandernehmen. Ich freue mich schon drauf, das wird lustig. Und ich werde mich jetzt gleich von euch verabschieden. Nach dieser Verabschiedung, ja, da könnt ihr euch noch angucken, wie zwei von den Kollegen da hier vom Philipp, wie die da gefüttert werden.
Ich sag mal nur so viel. Wenn ihr lieber Mäuse als Reptilien mögt, dann schaltet ihr jetzt besser ab. Aber ansonsten könnt ihr noch weiter gucken und euch einfach mal dran erfreuen, wie Natur so funktioniert. In diesem Sinne, Tschüssing. Ich bin ja jetzt kein begnadeter Filmer und ich muss jetzt auch leise sprechen. Aber hier sehen wir, dass es ein Wunder ist, warum Pythons in freier Natur nicht verhungern. Wer sich so doof anstellt beim Essen, diesmal hat er es richtig erwischt. Das ist nämlich schon der zweite Versuch. Ich habe die Frostmaus heimlich wiederbeleben müssen. Jetzt verschwindet sie im Python. Vielleicht sehen wir auch was, aber er will es nicht herzeigen. Da, jetzt macht er uns ein bisschen eine Show. Ja, so sieht es schön aus. Das wollen wir sehen, Lemmy. Rampensau. Leider versucht er es wieder von der Seite, was natürlich überhaupt nicht gehen kann. Ne? Eine Maus in dieser Größe kriegt auch Magic Lemmy nicht quer rein. Deswegen sagte ich ja, es ist ein Wunder, dass Pythons nicht verhungern in freier Wildbahn. Man müsste halt beim Gesicht anfangen. Ne? Wenn er jetzt größer wäre, könnte er in der Mieke bitte knicken, wie so ein Stück Pizza. Ich mache jetzt mal aus und vielleicht, wenn er die richtige Seite hat, kann ich es nochmal wischen und nochmal einschalten. Lemmys Artgenosse macht es fast ein bisschen richtiger. Nicht viel. Der findet es auch nicht cool, vor der Kamera zu stehen. Ah, Lemmy hat jetzt hier nochmal aus. Macht zumindest Fortschritt und fängt beim Kopf an und nicht in der Mitte. Ja, schau mal was. Lemmy hat in der Zwischenzeit die Herangehensweise auch nochmal überdacht. Ist sich nur nicht sicher, wie jetzt weitermacht. Da ist er sauer auf die Kamera. Die kann aber nichts dafür, dass ihr Pythons einfach sau doof seid.